Fast 7 Meter lang, mehr als 2,5 breit, 3 Meter hoch und 5 Tonnen schwer. Dazu eine Motorenstärke von 180 PS. Das ist sie, die erste fahrende Intensivstation Oberösterreichs. Man kann sich das so vorstellen, von einer Intensivstation weg in eine andere Krankenanstalt, um dort weiter behandelt zu werden, meistens in eine Spezialklinik. Dieser sogenannte Intensivtransportwagen, unter Rotkreuzland kurz ITW genannt, ist seit 3 Wochen im Großraum Linz unterwegs. Im Unterschied zu einem normalen Rettungsauto ist der ITW nicht nur größer, sondern auch mit anderen Geräten ausgerüstet, etwa mit einem Multiparametermonitor, EKG, Blutdruck- und Blutsauerstoffmessung und einem Intensivbeatmungsgerät. Im Prinzip ist das eine vollkommene Monitorierung vom Patienten. Wir können den lückenlos quasi überwachen vom Erstkontakt bis zur Übergabe im Krankenhaus eigentlich dann damit. Und du hast dann dadurch auch eine vollständige Dokumentation über den Verlauf des Patienten. 3 Notfallsanitäter sind immer mit an Bord. Wenn es erforderlich ist, auch ein Notarzt. Das erklärt auch die Größe des Transporters. Mit dem Auto ist es jetzt möglich, eine 360-Grad quasi Behandlung des Patienten da durchzuführen im Auto herein. Das kostet allerdings insgesamt 123.000 Euro. Finanziert mit Hilfe von Martin Hirnschroth. Der Geschäftsführer vom Haus der Schlösser hat einen hohen 5-stelligen Betrag gespendet. Ich glaube mal, dass die Arbeit des Roten Kreuzes, die in Österreich und Oberösterreich geleistet wird, ganz eine spezielle und ganz eine besondere ist, weil das Rote Kreuz nämlich unabhängig von der Person, sprich Herkunft, Rasse, religiöse Überzeugung, politische Einstellung, jedem hilft, jedem. Also wer medizinische Hilfe braucht, wer in einer Situation ist, in die wir alle nicht kommen wollen, dem hilft das Rote Kreuz ohne Ansehen der Person. Und deswegen haben wir uns unter Berücksichtigung dieser Geschichte entschlossen, das Rote Kreuz zu unterstützen. Das Rote Kreuz lebt grundsätzlich auch von Spenden. Es ist aber wirklich unüblich, dass wir solche Fahrzeuge auch mit privater Beteiligung auch finanzieren. Das ist in diesem Fall mit dem Martin Hirnschroth eine Besonderheit, weil er selber auch ein Rotkreuz-Mitarbeiter ist und sich in diesen Bereichen auch gut ausbilden hat lassen. Er hat ein Herz für die Intensivmedizin, er hat ein Herz auch für den Notarztdienst und bringt sich da als Freiwilliger selber ein. Und so hat sich eine ganz tolle Synergie ergeben. Da sind wir sehr dankbar, dass er uns hier auch finanziell unter die Arme greift. Die fahrende Intensivstation steht in der Rotkreuz-Dienststelle Linz-Stadt. Pro Jahr rechnet das Rote Kreuz mit 1250 Einsätzen. Alle mit einem Ziel, die lebensbedrohlich verletzten Patienten sicher von A nach B bringen.